ich erzähle mal kurz, wo ich herkomme und warum dann das Thema Mitarbeiterbefragung bei mir jetzt auch mittlerweile Kundenbefragung so ein Thema geworden ist. Und dann denke ich, wir machen es einfach auch in Form von einem Workshop zusammen, weil ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur die Folien zeigen. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was, was wir zusammen erarbeiten können. Habe euch auch einen kurzen Check mitgebracht, den ihr auch mal selber machen könnt. Reinhard, das ist neu, das habe ich mir jetzt einfach auch überlegt, weil es zum Thema Unternehmenskultur ganz gut passt. Und genau, dann lasst uns einfach mal kurz starten. Also ich habe tatsächlich mit dem Thema Unternehmensberatung angefangen 1999, parallel zu meinem Studium der Psychologie. Und habe dann tatsächlich in den Unternehmen wirklich so ganz klassische Führungskräftetrainings, aber vor allem auch Führungsnachwuchskräftetrainings gemacht. Assessment Center, interne Assessment Center, externe Assessment Center moderiert. Und bin dann auch über das Beratungsthema eigentlich in das Befragungsthema reingerutscht. Ne? Also ein Auswahlinterview ist ja auch nichts anderes als eine Mitarbeiterbefragung, ein Mitarbeiter, der halt noch nicht da ist in dem Fall. Aber es geht ganz stark darum, die aktuelle Situation zu analysieren. Und die Beraterkollegen, die dann immer mit mir unterwegs waren, die haben gesagt, Mensch Silke, könntest du nicht so einen Potenzialtest konzipieren? Könntest du nicht so eine Eignungsdiagnostik? Und dann habe ich angefangen, einfach auch Persönlichkeitstests zu konzipieren, weil ich halt wollte, dass es nicht eine bewertende Art der Befragung sein sollte, sondern eine sehr wertschätzende. Also egal, was man dann auch angekreuzt hat, wenn man schon interner Mitarbeiter war, das waren Trainees, die waren noch relativ jung. Und da wollte ich halt auch, dass die Trainees entsprechend ihrer Stärken qualifiziert werden und auch stärkengerecht eingesetzt werden. Die Unternehmen wollten dann, dass man diese Qualifizierungsbedarfe in der Auswertung gleich auch sieht und auch den dann empfohlen wird. Und dann wurde halt diese Talentanalyse an der Hochschule eingesetzt, auch dort. Und unter anderem auch da geguckt, welche Qualifizierungen brauchen wir. Also über den Weg dieser Analyseerstellungen, dieser Befragungen und Testungen bin ich dann mehr oder weniger immer stärker in diese Konzeption von Tests und von Befragungen reingerutscht, wurde dann von anderen Coaches angefragt und da zeige ich euch auch nachher mal ein Beispiel. Zunächst aber mal, warum machen Unternehmen Mitarbeiterbefragungen? Möchtet ihr vielleicht ganz kurz mal so die Hand heben, wer das schon mal als Teilnehmer miterlebt hat, so eine Mitarbeiterbefragung? Ah ja, das sind dann schon fast die Hälfte, ne? Genau. Und da hat man ja unterschiedliche Motivationen, ne? Entweder ich klicke das halt schnell durch, weil ich habe eh gerade viel zu tun und da will ich jetzt die halbe Stunde mal irgendwie das kurz erledigen. Gibt's, kann eine Motivation sein, wenn man selber die bekommt. Das andere ist, ich habe wirklich ein Anliegen, ich habe mich vielleicht gerade geärgert. Aber sonst läuft alles ganz gut, aber da kommt die Mitarbeiterbefragung vielleicht gerade recht. Oder es ist halt relativ neutral und ich bemühe mich einfach auch, was verändern zu wollen. Dieses dritte wäre so dieser Idealfall für den Unternehmer, der die Mitarbeiterbefragung in Auftrag gibt. Ne? Also wenn jeder sich bemüht, natürlich im Idealfall die Themen sehr durchdacht zu beantworten und vielleicht auch Hinweise geben würde, was zu verbessern ist. Das wäre, sage ich mal, das Perfekte. Das hat man natürlich im Idealfall in Form von einem Interview. Weil da fragt man nicht nur, wie zufrieden, sondern auch, ja und warum und wie kam das, sondern in welchen Situationen machst du das dann fest, dass du jetzt diesen Grad der Zufriedenheit hast, zum Beispiel. Also jeder, der Unternehmer, weiß, dass dieser Verursacher von Erfolg in seinem Unternehmen der Mitarbeiter ist. Egal, ob das um innovative Produkte, um schlanke Prozesse, um Kundengewinnung. Also das ganze Thema des Unternehmens ist eigentlich
von dem Mitarbeiter abhängig. Und er weiß im Prinzip auch, dass es wichtig ist, nicht diese 70%, die nach dieser Gallup-Studie hier Dienst nach Vorschrift machen, in den Fokus zu nehmen, sondern was derjenige eigentlich will, der möchte diese Initiatoren ansprechen. Der möchte diese, die nach der Studie nur 15% der Mitarbeiter sind, die möchte eigentlich aktivieren. Und wenn er einen Einfluss hat, dass er die in Bewegung bringt, möchte er gern diese, sage ich mal, das sind 68%, mit in das Boot der Initiatoren ziehen. So, und das ist sein Hauptaugenmerk, dass er den Fokus weg von den Bremsern legt auf die Initiatoren, die dann auch die Mitläufer mitziehen und natürlich vielleicht auch ein bisschen den Bremsern den Raum zu geben, vielleicht auch mal zu sagen, was vielleicht nicht so gut läuft. Das heißt nicht, dass der immer derjenige, der sagt, das und das haben wir schon immer so gemacht, das verändern wir nicht, also dieser Bremser, negative Impulse im Unternehmen gibt, aber meistens zieht er den Fokus auf sich und der Initiator und der Bremser, die diskutieren miteinander. Und diese Energie will man eigentlich nicht haben, sondern mehr diese Aufbruchsstimmung, Innovationskraft, Kundenorientierung, tolle Prozesse, gute Kommunikation untereinander. Das ist mal, warum eine Mitarbeiterbefragung wertschöpfend ist. In der Mitarbeiterbefragung geht es aber immer um den Blick auf die Ereignisse. Also das, was praktisch im Außen passiert. Und jetzt will man aber eigentlich ja nicht nur die Dinge im Außen erfragen, die sieht man ja praktisch auch ohne Mitarbeiterbefragung, sondern man möchte auch ein bisschen die Gedanken und das Mindset der Mitarbeiter in Bewegung bringen. Also dass es halt vom Mindset her dann wieder aufs Verhalten geht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Fragestellungen in der Mitarbeiterbefragung so wählt, dass man nicht nur Ereignisse fragt, sondern auch, was denkst du darüber? Was sind deine Gedanken? Und zwar im Prinzip schon auch so, dass man diese Gedanken nicht so sozial erwünscht erfragt. Na, wenn ich jetzt frage, hast du das Gefühl, dein Kollege ist nicht durchsetzungsfähig, dann ist es was anderes, als wenn man fragt, hast du das Gefühl, du bist nicht durchsetzungsfähig? Ne? Also man hat ja diese soziale Erwünschtheit, was will mein Vorgesetzter jetzt hören? Natürlich ist es anonym, aber die Fragestellung kann auch nach hinten losgehen. Das heißt, man muss sowieso immer eine kleine Stichprobe haben, die man in Form von einem Interview mal mit diesem Fragebogen konfrontiert, den man erstellt. Das Tolle ist, bei der Mitarbeiterbefragung könnt ihr die Strategie des Unternehmens dann einbauen. Aber das muss man halt dann im Prinzip so formulieren, dass hier das ganze Thema Gedanken, Gefühle, Umfeld, Einstellung so zusammenspielt, dass es dann halt auch Freude macht. Und vielleicht auch keine Fragebögen, das ist schon immer so zeitgemäß, alle 2 Jahre eine Befragung, die eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde, das ist einfach nicht mehr ganz so optimal. Lasst uns mal kurz auf den Inhalt der Mitarbeiterbefragung. Wenn ihr teilweise habt das ja schon gemacht oder wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, was wären denn Fragen, die ihr stellen würdet in so einer Mitarbeiterbefragung? Also ihr habt ein Unternehmen, ihr dürft jetzt mal eure Mitarbeiter befragen. Was hättet ihr denn da gerne drin? Ich schreibe einfach mal mit, wenn ihr da eine Idee habt. Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeitsplatzausstattung? Zufriedenheit mit APL. Mhm. Genau. Wie zufrieden bist du mit deiner Führungskraft? Führung als Thema, genau. Wie zufrieden bist du mit deinen Arbeitsaufgaben? Ja. Arbeitsaufgaben, du meinst auch mit Blick auf Überforderung und Unterforderung vielleicht, oder? Mhm. Informationsfluss. Das ist ja auch, genau. Informationsfluss, ob er sich gut informiert fühlt, ne? Ob er das Gefühl hat, er kriegt alles und kann auch alles weitergeben. Aha. Also in beide Richtungen gehen, zu wenig und zu viel auch tatsächlich, ne?
zu wenig gefiltert ist. Mhm. Oh, das ist ja auch ein Thema, zu viel, ne? Wenn dann die Besprechungen immer ewig lang sind. Ja, stimmt. Okay. In welchem Bereich wünschst du dir eine Weiterbildung? Mhm. Ja. Brauchst du eine Weiterbildung? Beides möglich. Mhm. Genau. Was sollte deiner Ansicht nach verändert werden? Mhm. Fühlst du dich von deiner Führungskraft wahrgenommen? Gesehen. Mhm. Ob der Mitarbeiter mit Sozialleistungen des Unternehmens zufrieden ist? So, genau. Und da kommen wir jetzt nämlich auch schon an einen Punkt. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, wenn es nämlich schon Sozialleistungen gibt, dann haben wir ja auch immer das Problem, dass die gar nicht wirklich bekannt sind. Ne? Also das ist ja immer, man macht riesig viel betriebliches Gesundheitsmanagement etc. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, dann nicht mal zu fragen, ob derjenige da zufrieden ist. Also ich schreibe mal hin, Sozialleistung des Unternehmens. Sondern da kann man dann wirklich auch in die Tiefe gehen. Aber dann seht ihr, wird das ganze Mitarbeiterbefragung riesig lang. Das heißt, im Prinzip ist die große Kunst, das jetzt in so Häppchen nachher zu portionieren. Ich mache mal eine Kurzbefragung zu den Sozialleistungen. Damit mache ich die auch bekannt und ich weiß, was genutzt wird und was auch gebraucht wird. Dann mache ich eine Befragung zum Thema Homeoffice. Dann weiß ich, in welcher Art wird es bei wem benötigt, wo läuft es gut, wo läuft es nicht gut. Ich könnte schon allein aus dem Homeoffice, was weiß ich, 10 Fragen zum Beispiel generieren. Aber genau das sind die Themen, die wir jetzt hier haben. Und wenn wir jetzt das ein oder andere vergessen haben oder vielleicht auch auftritt, weil vielleicht im Unternehmen herrscht gerade ein großer Wandel und da muss man dann auch noch mal was zu den Produkten, zu der neuen Ausrichtung der Kultur etc. fragen. Was wir hier immer haben, ist, wir haben einfach relativ viele Dinge. Beim Weiterbildungsbedarf allein könnte man ja schon auch in die Tiefe gehen, dass man auch weiß, in welche Richtung soll ich mich denn als Geschäftsführer jetzt umhören? Welche Art von Weiterbildung? Gehen die eher in das Thema Work-Life-Balance? Sind es eher fachliche Themen, die vielleicht gerade fehlen? Also das ist diese Frage, habt ihr das Gefühl, dass ihr eure Arbeit wirklich auch gut machen könnt? Sind die notwendigen Hilfsmittel da? Brauche ich auch eine Weiterbildung fachlich, dass ich die neuesten Digitalisierungsthemen kenne? Und da ist es wichtig, tatsächlich dann auch diese Mitarbeiterbefragungen individueller zu konzipieren. Es gibt Standardmöglichkeiten, dass man so einen Workability Index, eine Zufriedenheit, also verglichen zu anderen Unternehmen, aber man hat relativ wenig nachher, dass man auf seine Maßnahmenlisten schreiben kann als Geschäftsführer, wenn man so allgemein fragt. Das wollte ich einfach mal vorab sagen, weil diese individuellen Themen, die jetzt hier kommen, da kann sein, beim einen Unternehmer oder im einen Unternehmen ist Arbeitsmenge ein Thema, beim anderen gibt es einfach das gerade nicht, sondern mehr das Thema Informationsfluss. Und wie kommunizieren wir miteinander, ist vielleicht gerade wichtig. Und da ein Monitoring zu machen dafür, sind eigentlich die Mitarbeiterbefragungen optimal und dann halt auch das entsprechend so wertschätzend zu formulieren, Kombination vielleicht eine geschlossene Frage und auch, dann auch noch eine offene Frage, weil, ich mache das jetzt mal ganz kurz auch wieder weg, weil mit so einer Mitarbeiterbefragung muss ja auch eine Aktivität verbunden sein. Also ich habe das ganz oft, wenn jemand beschließt, eine Mitarbeiterbefragung zu machen, muss er ja den Betriebsrat erstmal noch ins Boot bekommen. Spätestens dann sagen die ja. Und was passiert denn dann? Ihr macht eine großartige Befragung, aber es wäre doch wichtig, wenn man danach auch Ergebnisse hätte. Dass man wirklich auch die Ergebnisse wieder rückmelden kann, um dann zu sagen, da hattet ihr eine Idee, da hattet ihr eine Idee. Das eine ist realistisch, das andere ist vielleicht aus der jetziger Zeit noch nicht umsetzbar, aber es muss irgendwas halt kommen. Und da muss man dann, da sollten die Führungskräfte im Prinzip auch ein bisschen geschult werden.
Also da gehört so ein Kommunikationskonzept dahinter. Da kommen wir jetzt nachher auch nochmal drauf, wie man so eine Mitarbeiterbefragung im Prinzip dann auch ankündigt, weil da braucht es dann wiederum eine Begleitung, dass man das richtig implementiert. Bei der nächsten Folie geht es um die Auslöser für eine Mitarbeiterbefragung. Also wenn man sich schon die Mühe macht, was zu kommunizieren, sich ein Thema zu überlegen, dann auch zu sagen, okay, wir halten da auch nach, wir gucken, dass dann die Themen, die rauskommen, auch umgesetzt wird. Was könnte denn ein Auslöser sein, warum ihr jetzt vorschlagen würdet, kommt, wir machen mal eine Mitarbeiterbefragung. Was muss da vorher vielleicht passiert sein im Unternehmen oder was muss gerade Thema sein? Hohe Frühfluktuation. Fluktuation ist ein Thema, genau. Mhm. Krankenstand. Krankenstand. Krankenstand, ja. Aha. Covid-19? Ja, nochmal, sag's nochmal, Christian. Äußere Umstände, wie zum Beispiel der Virus. Äußere Umstände, ja. Oder Veränderungen. Also Rahmenbedingungen, ja. Mhm. Jeanette, man hört dich nicht. Ein Managementwechsel. Ja. Schlechte, ja. Schlechte Kundenbewertungen. Oh ja, mhm. Umsatzrückgänge. Umsatzrückgänge, ja. Mhm. Nachwuchsprobleme? Ja. Ein generelles Thema Rekrutierung, oder? Könnte man dann übergeordnet drüber setzen auch. Nachwuchsprobleme, Recruiting, ja. Das ist ja auch so Aufbau von der Arbeitgebermarke. Wenn die Leute intern toll über das Unternehmen reden, dann sind sie auch nach außen, sage ich mal, eher positiv. Qualitätsverlust in der Arbeitsleistung. Die Qualitätsverlust, hast du gesagt, genau. Mhm. In der Arbeitsleistung oder in der Leistungserbringung. Mhm. Ja. Konflikte und Reibung am Arbeitsplatz. Mhm. Und es gibt ja auch einfach regelmäßige, grundsätzliche, einmal im Jahr Befragungen, um einen Überblick zu haben. Mhm. Was ist da der Auslöser, wenn jemand sagt, ich möchte es gern regelmäßig haben? Was ist da meistens so? Transparenz. Evaluation vielleicht. Mhm. Evaluation. Es gibt wirklich so Auslöser, die sind schon im pathogenen Bereich und das andere, wenn man so diese Transparenz will, das ist dann dieses Salutogenese-Prinzip, ich will, bevor was passiert, schon mal handeln. Ne? Also da einfach auch ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt ganz viele Unternehmen, die halt warten, bis irgendwas passiert, bevor sie sich jemand für eine Beratung oder für eine Veränderungsbegleitung oder irgendein Thema ins Haus holen. Wenn jemand sagt, ich möchte was zum Thema Transparenz, Mitarbeiterzufriedenheit machen, dann ist es schon vorausschauend. Und dann ist es natürlich auch so, dann muss es nicht unbedingt erst dahin kommen. Dann kann man auch die anschließenden Themen dann aus der Mitarbeiterbefragung rausziehen, die halt gerade am relevantesten sind. Dann, genau, das ist einfach ein anderer Ansatz. Die Formen der Mitarbeiterbefragung, die habe ich jetzt hier mal so ein bisschen einfach mal bunt hin. Ich würde es aber jetzt einfach nochmal so machen, dass wir uns da auch austauschen. Was habt ihr denn für Formen bisher erlebt? Waren das klassische Fragebögen oder? Ja. Ich kenne es digital. Ja? Ja, ich auch. Ja, digital. Mhm. Vor allem anonym. Ja. Anonym war es meistens, oder? Hattet ihr schon mal ein Interview auch? Ja, auch. Mhm. War das dann jemand Externes bei dir im Interview? Oder jemand aus dem Unternehmen? Ja, bei Achim.
Extern. Extern. Ja. Das funktioniert immer ganz gut, weil die Leute sich dann so nach und nach öffnen. Das kann ich natürlich jetzt in einem riesen Betrieb vielleicht gar nicht leisten. Aber nee, wenn die haben ein paar rausgepickt. Ein paar rausgepickt. Ah, das ist gut. Mhm. Ja, das macht auch Sinn, vielleicht sogar zwei oder drei verschiedene Formen zu wählen. Ich mache euch mal kurz einen Link in den Chat. Das wäre jetzt so ein Check, den man, also das ist jetzt eine Möglichkeit, wenn man irgendein Thema hat, dass man sagt, wo habe ich jetzt den Chat, dass man sagt, ich schicke jetzt jemandem einfach mal so, oder ein paar Mitarbeitern einfach mal so einen Link. Jetzt könnt ihr euch mal parallel einfach den Link aufmachen und mal gucken, was da jetzt für eine Möglichkeit ist, das auch ein bisschen anders zu gestalten wie sonst. Man kann das dann den Mitarbeiter machen lassen und genau hier auch einen Code verschlüsseln. Das ist dann anonym und das kann man natürlich auch sagen, ich mache das pro Abteilung oder ich mache das themenspezifisch. Wenn er da so reinklickt, das ist jetzt ein sehr persönlicher Test, das kann man natürlich auch machen für Themen. Ne? Also wie veränderungsbereit bin ich, ist es jetzt hier. Fit für die digitale Transformation, kann ich euch nachher nochmal was zeigen. Dann gibt es was zu dem Thema Unternehmenskultur. Und dann klickt sich der Mitarbeiter da so locker durch und hat auch die Möglichkeit, da ist jetzt kein Freitextfeld, so ein Freitextfeld zu integrieren. Genau, also ihr müsst jetzt halt komplett durchklicken. Ist einfach mal, dass ihr mal seht, was man da auch spielerisch machen kann, dass es auch Freude macht, so teilzunehmen und dass man auch einen eigenen Nutzen hat als Mitarbeiter für sich vielleicht. Ne? Dann zeige ich euch mal ganz kurz noch dieses das Thema Unternehmenskultur. Da kann man auch so Testfragen zum Beispiel machen. Dann kann man auch ein Video vom Geschäftsführer dazu reinmachen und wenn man das dann startet, dann kommen dann halt auch Fragen, was macht aus Ihrer Sicht das Unternehmen aus, was ist typisch, wofür ist es bekannt und dann kann man auch sagen, da dürfen jetzt mehrere Sachen angeklickt werden oder nur eins. Genauso wie Fit für die digitale Transformation und dann können wir solche Themen, wie ihr genannt habt, wie Homeoffice, vielleicht auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn ihr zum Beispiel dann sagt, ich mache so eine Schlafanalyse für alle Mitarbeiter, die gerade schlecht schlafen und deswegen nicht vielleicht so aktiv sein können. Und dann könnt ihr das tatsächlich mit eurem Experten, den ihr für das Thema gewinnen wollt, auch direkt verknüpfen. Dann muss keiner von den Mitarbeitern im Prinzip zugeben, dass er gerade schlecht schläft. Also nur als Beispiel, als Anregung, was da alles möglich ist, dass man nicht so eine klassische Mitarbeiterbefragung macht, sondern damit ein bisschen spielt und sich dann eigentlich immer so ein kleines Monitoring zu den aktuellen Themen so an die Hand nimmt. Also man kann das auch mit Fragebögen machen. Interviews ist natürlich immer die eleganteste Möglichkeit, aber wenn Befragung, dann eigentlich lieber ein Thema und das Thema dann kurz. Und lieber mehrmals einen Link verschicken, wenn ihr wieder ein neues Thema habt. Genau. Das sind so Fragen, die könnt ihr da eigentlich direkt auch so nehmen, wenn das mal ein Thema sein sollte, die Unternehmenskultur zu analysieren.